Neuer Part Mario Kart Wii. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mario Kart Wii. Mit der Marios Piste 3 aus den NES. Heute mal mit Diddy Kong, wie man hier sieht. Finde ihn ja schon sehr, sehr nice. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, warum ich den bis heute nicht genommen habe. Auch hier mit seinem speziellen Bike. Im letzten Part hatten wir wieder ein Kart mit nämlich Bowser Jr. Heute ist mal wieder ein Bike dran. Auch als auch da sorge ich stets für Abwechslung. Da, 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 da. Yes. Hier mag ich die auch wirklich sehr. Aber ich glaube, in der Switch und Ubisoft, also Kart 8, ist die gar nicht verfügbar, ne? Nee. Ich weiß, ich sage immer oft, ich glaube, aber ich sage natürlich, ich weiß. Das muss ich mir auch noch irgendwie abgewöhnen. Ah, scheiß Powerblock. Das Bike gefällt mir auch sehr, sehr gut, ist sehr schnell. Empfehle ich auch wirklich jeden, der mit Diddy spielt. Yes. Erstmal hier ein paar Leute abknallen. Baby Daisy ist erster. Die werden wir übrigens auch noch nehmen. Ist auch ein Charakter, den man erst freispielen muss. Also ist nicht von Anfang an verfügbar. Ist natürlich sehr schwer. Ja. Vor allem, wenn man es nicht weiß. Ich wusste auch wirklich jahrelang gar nicht, wie man die Charakter hier in Mario Kart Wii freispielt, bis ich irgendwann YouTube entdeckt habe. Boah. Dieser Blitz. Und ja, ist schon eine geile Sache, ne? Aus heutiger Sicht ist YouTube gar nicht mehr wegzudenken. Ganz im Ernst. Nee, also sobald ich irgendwelche Schwierigkeiten habe, irgendwas nicht weiß oder so, schaue ich direkt auf YouTube, beispielsweise bei Mario & Rabbids Kingdom Battle. Das habe ich die Tage auch wieder gezockt, habe ich ja schon im letzten Part erwähnt. Und da musste ich auch nicht weiter, weil ich die Mission nicht gefunden habe. Mission 4.1. Und ja, da bin ich einfach mal auf YouTube ein bisschen rumgegangen und habe sie gefunden. Nur, ja, ich habe es dann nicht gemacht, weil ich da was anderes gesehen habe, nämlich ein geheimes Level, nämlich 4S. Und da habe ich mich halt gefragt, wie ich das übersehen konnte. Und das war auch ordentlich schwer. Ne? Holy shit. Da war erst ein ganz normaler Fight. Und dann kamen die ganzen Bosse. Alle, also 5 auf 3. Man hat ja immer ein Team. Ich habe da jetzt mal Mario ist ja immer am Start. Und dann habe ich, glaube ich, Rabbit Mario genommen und Yoshi. Mit dem Team habe ich gewonnen. Ich glaube, davor hatte ich nämlich Rabbit Peach und Peach. Weil ich dachte halt, okay, das sind so viele Bosse, da brauchst du schon eine Heilerin. Und die heilen halt wirklich sehr gut. Das Fiese ist aber, dass Peach einen Sprungpartner braucht, damit die springen kann. Und dann erst dann kommt die Heilung. Ja, und Rabbit Peach ist halt, die muss halt 3 Runden warten, bis die Heilung wieder verfügbar ist. Sehr, sehr schwer. Und dann habe ich mich dann doch dazu entschieden, keine Heilerin am Start zu haben, sondern eher hier auf die Leute zu gehen, die richtig Damage machen. Und dann habe ich es auch tatsächlich im zweiten Versuch geschafft. Für den Fall, dass die Leute das Level auch noch nicht gefunden haben, sage ich euch mal die Bosse. Rabbit Piranha, ich weiß, der heißt glaube ich irgendwie anders. Dann Blizzy und Blazer, also dieser Eis Rabbit und der Wüsten Rabbit aus der zweiten Welt. Dann Bowser Jr., der ist wirklich der schwerste neben Bowser. Ohne Scheiß. Also, ich bin auch erstmal nur auf ihm drauf gegangen. Also, erstmal habe ich die Lappen ausgelöscht. Also, hier Mutant Rabbit und die Blizzy und Blazy Dinger da. Und dann bin ich auf Bowser Jr. und permanent. Und dann war das fiese. Dann kam auch noch Heiler am Start. Und dann kamen mir diese Rabbits, die Bomben schmeißen. Und ständig diese Bossgegner aufheilen, weil die können sich ja auch heilen, die Rabbits. Und ich habe mir immer gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, jetzt kommen die auch noch. Und die Bomben machen auch ordentlich Damage, die einmal rüberschmeißen. Komm schon, komm schon, komm schon, nimm ihn. Ich will nicht klein sein, nein. Ah, Crap. Und wow, das war ordentlich schwer. Trotzdem, ich war sehr beeindruckt von mir, dass ich es im zweiten Versuch schon geschafft habe. Normalerweise bin ich da sehr viel schlechter. Vor allem mit Bowser Jr., der ist ja wirklich einer der schwersten. Aber dann am Ende war ich doch von mir selbst beeindruckt und freute mich doch, dass ich den zweiten Versuch schon gepackt habe.
Kann aber auch sein, dass ich ein bisschen was dazugelernt habe, weil nach, ich glaube, ja, ein paar Wochen braucht man schon für das Spiel. Und jetzt nach so viel langer Zeit, ne, ist klar, dann hat man halt was dazugelernt für das Spiel. Und das hat man jetzt da genutzt. Und ja, also falls ihr die Mission auch noch nicht habt, empfehle ich euch auf jeden Fall, Rabbit Mario und Yoshi zu nehmen. Weil die sind schon sehr, sehr starke Leute und die machen ordentlich Damage. Gerade Yoshi, auch mit seiner Stampfattacke, mit seinem Sprung, sehr, sehr beeindruckend. Also ganz klare Empfehlung an das Team an der Stelle. Gönnt euch. Die solltet ihr bis dahin auch schon haben. Also ich glaube, Yoshi kriegt man auch, glaube ich, in... Also wenn man das Spiel neu spielt, dann kriegt man Yoshi in 3, 4. Und 4... S ist es ja, also die Welt kommt dann danach, heißt also keine Welt, es sind eigentlich nur zwei Level, also es ist so ein geheimer Abschnitt der Welt, da sind halt zwei Level, einmal mit so einem, ja sagen wir mal, einfache Version mit so einem normalen Fight und ja, dann kriegst du aufs Maul mit den Bossgegnern, aber das waren wirklich viele und da waren auch noch mehr, also auch der Boss aus der, Friedhofswelt, also der Boss aus Welt 3, der war auch vertreten, der einzige Boss, der da gefehlt hat, das war der Sänger, aus Welt, was war das? Ich glaube aus Welt, auch aus Welt 3, glaube ich. Ja, doch. Ihr kennt doch alle diesen Rabbit, der immer so singt. Der war auch sehr cool. Der Boss hat mir auch sehr gefallen. Ne, der hat den, der hat die unsere Leute da, also Mario oder Yoshi, Peach und je nachdem, wie man halt dabei hatte, sehr gedisst, aber auf eine sehr sympathische Art. Von daher hat mir der Boss sehr gefallen. War auch sehr cool, ne? Das ist auch wieder einzigartig an dem Spiel, dass da sogar so ein Opernsänger am Start war. Da wirklich, war ich wirklich sehr geflasht. Ich habe erst gedacht, wie tief, was ist das? Ich hatte sogar Gänsehaut. Also, boah, das Spiel hat so viele Überraschungen am Start. Ich finde das Spiel sehr beeindruckend. War, ist bis heute übrigens mein Spiel, was mir bisher am meisten Spaß auf der Switch gemacht hat. Selbst Super Mario Odyssey kam da nicht ran. Also Mario & Rabbids hat wirklich so viel Spaß gemacht. Und wenn du mal verkackt hast, dann hast du halt immer gedacht, ja gut, das war jetzt dumm von mir. Du hast einfach niemals dir das Spiel die Schuld gegeben. Wenn man fällt bei Mario & Rabbids, ist man nämlich immer selber schuld. Ja? Das war halt das Geile daran. Wenn du einen Fail gehabt hast, hast du gesagt, okay, gut, das mache ich anders. Okay, ich nehme ein anderes Team. Ich brauche eine Heilerin oder ich gehe mal jetzt aufs Ganze, nehme Yoshi am Start oder so. Ach, Luigi ist natürlich mega nice für beispielsweise erreiche das Gebiet. Da ist Luigi sehr empfehlenswert, den nehme ich da immer. Wenn eine Mission mit erreiche das Gebiet kommt, würde ich auch jedem empfehlen, nehmt euch Luigi, weil der kann wirklich sehr weit springen. Mit seinen Teamsprungen, ne? Ganze zweimal. Autsch. Und das ist natürlich eine ordentliche Weitbreite dabei. Oh, das war fies. Das war fies. Sehr, sehr empfehlenswert. Also bei Hardcore-Bossen, Mario Rabbit und Yoshi. Und bei erreiche das Gebiet, ganz klar, Luigi. Ich weiß, das weiß wahrscheinlich jeder, oder? Ne? Gut, nicht direkt jeder, aber wahrscheinlich schon ein paar Leute. Und wahrscheinlich auch viele drauf gekommen auf das Let's Play von Nintendo. Hoiup. Hoiup. So. Ja, ja, ist schon sehr schön, das Spiel. Ihr merkt das bestimmt auch in meiner Stimme, dass ich wieder sehr viel Spaß an dem Spiel habe. Ich werde es, denke ich, nochmal spielen. Also, ja, ich sag mal, zu 99% werde ich das Spiel heute nochmal spielen. Ja, ist doch schon sehr geil. Macht halt wirklich sehr viel Spaß. Also, wirklich ohne Scheiß. Das macht so viel Spaß. So. Den könnt ihr übrigens weghauen, weil der kann nicht blocken. Na, dritter. Ist aber okay. Der Block, der wehrt weder einen Panzer ab noch sonst was. Deswegen könnt ihr den, wenn ihr den habt, einfach wegschmeißen. Das ist wie gesagt nur so ein Täusch-Item. Kam übrigens auch nie wieder vor. Nur hier in Mario Kart Wii. Finde ich aber auch gut, weil das Item habe ich auch wirklich nicht vermisst. Das braucht doch, denke ich, keiner. So ein Täusch-Item. Ja gut, in Mario Kart DS gab es das erstmals. Allerdings in einer anderen Version. Nicht rot, sondern passend zu den Würfeln. War schon sehr, sehr fies. Also die DS-Version ist da ein bisschen besser, enttäuschen. Aber die Wii-Version ist natürlich auch mehr als geil, gerade grafisch. Sehr beeindruckend. Da gibt es wesentlich schlechtere Wii-Spiele. Bumm. Die Strecke ist auch sehr lang.
Die war damals das erste Mal am Start im Mario Kart 64. Auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Habe ich ja schon ein paar Mal jetzt in diesem Let's Play gesagt, dass ich mich schon sehr auf das Let's Play drauf freue. Wann das kommt, kann ich bei der Way noch nicht sagen. Dum, 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 dum. Drip, drip, drip. Ja, die Strecke geht lang. Also lehnt euch zurück. Nee, oder scheiße. Also mir kam sie immer sehr, sehr lang vor. Wirklich. Autsch. Hm. Zweite Runde. Und es sind jetzt 1 Minute 15 schon vergangen. Boah. Und das Ganze noch zweimal, bitte. Boah. Drip, drip, drip. Boah, Peach. Schaut mal auf der Karte, wie Peach abgeht. Die hat einen mega Vorsprung. Also wir müssen sie irgendwie schnell einholen können. Allerdings, wenn ich hier nicht gegen die Bande fahre und schon wieder, dann wird das nichts. Ach, ich wollte das doch noch nicht einsetzen. Warum zur Hölle liegt der Block da noch? Bin ich da gerade nicht reingefahren? In der ersten Runde? Oh. Ja, Peach, ich glaube, der Sieg ist dir sicher. Denn die wollen mich sehr, sehr vernichten. Aber das ist typisch groß. Das ist auch... Oh, natürlich. Mario Kart DS ist schon so gewesen. Große Leute, also sagen wir mal Bowser, Funky Kong, Donkey Kong, Knochen... Boah, WTF, was ist los? Die haben sich da... Die können die leicht natürlich, beispielsweise Koopa, Baby Peach oder Diddy Kong, mit einem Kick runterschlagen. Weil sie halt schwer sind und wir sind halt leicht. Und das nutzen die so gut wie immer. Und wenn sie gerade neben dir sind, dann hauen sie dich so weg, dass du entweder direkt in der Lava fällst oder so gegen die Bande haust, dass du erstmal gar nicht mehr mitreden kannst. Also schon sehr, sehr fies. Wir können das übrigens auch, aber nur wenn wir einen Beschleuniger haben, aber auch nur bei den Kleinen. Bei den Großen macht das wenig Sinn. Ja, selbst mit so viel Pilzen, wie ich sie gerade habe. Ja, die Großen sind einfach überpowert. Wobei, das war gerade klug. Das war gerade klug. Letzte Runde. Na. Das ist, Mann, das ist mit Abstand die längste Strecke im Spiel. Bis auf die Regenbogen, aber die kommt noch. Die kommt im nächsten Cup. Und dann ist das, dann ist der Grand Prix Modus auch eigentlich auch durch. Kann sein, dass ich, bitte entschuldigt. Also nicht nur kann sein, sondern wird so sein. Boah, dass ich da nicht getroffen wurde, dass wir auch noch den Battle-Modus spielen, weil der ist hier auch sehr sehenswert. Aber wir haben erstmal noch einen Cup vor uns, also so schnell ist das Let's Play da nicht beendet. Hm. Ja. Ja, okay, jetzt war's das. Jetzt war's das. Wobei, ich bin eigentlich gar nicht mal so schlecht in der Strecke. Aber heute geht einfach alles schief hier in der Strecke. Erstmal zweimal in die Lava gefallen, dann haben sie mich schön ausgespielt. Trotzdem ist Bowser schlechter wie ich und das... Obwohl er Heimvorteil hat, ne? Das ist ja seine Strecke. Und mit dieser Platzierung sind wir von 1 auf 2. Holy shit. Da sind wir auf Platz 2 gerutscht. Nur wegen eines solchen Fehlers. Das war ein weiterer Part Mario Kart Wii. Wenn euch das gefallen hat, zeigt mir es gerne mit einem Daumen hoch. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder hier bei Mario Kart Wii. Oder WTF beim neuen Let's Play. Oh nein. Na gut, das zeige ich euch jetzt nicht. Danke fürs Zusehen. Bis dann und ciao. Shigeru Miyamoto da. Mario-Erfinder und Zelda-Erfinder und allen ganzen anderen wunderschönen Spielen. Danke fürs Zusehen. Bis dann und ciao.